habe die Ehre, ich bin's, der Bürger. Tja, Freunde des Dummnudel-Entertainments, you know what time it is. Tun Sie was für sich, Nivea. Heute sage ich euch, was die Mädels so treiben, wenn keiner hinschaut in How to Kochen. Bevor wir anfangen, wechselt man die Optik noch passend zur Audienz. Und dann fangen wir natürlich wie immer an in Phase 1, der politisch korrekte Terminus. Genau wie bei der Herrenschaft gibt's für die Schleiderei die üblichen Fachbegriffe, die wir alle kennen und jetzt nicht nochmehr aufzählen. Da aber die Damen ebenfalls ein Recht auf Pro-Gaming an der Alimentenfalle haben, führen wir für euch ab sofort folgende Begrifflichkeiten ein. Aus der Klatschen, Karibischen, Dödelschlucht, Impfen, Steuersmisten, Duftgruft, Lüften, Bolzen, Grün, Batschen, Rasenspringer, Hymen, Aerobic, und Drive-In-Streicher oder, damit nichts passiert, Babyrutschen ausschwamm. Rapunzeln, Finger geben, ein ins Au-Au, Zaubergarten umgraben, Schwätteln, Flottern, Speiteln, Bumsbuden polieren, Wurstfach ausräumen. Achtung, Verwechslungsgefahr, Wurstfachverkäuferin, Wurstfachverkäuferin. Bum-Bum-Falten, Bratzeln, Fischbüchsen aufzwicken, Kammelkehren, Bauchtaschel ausbeideln, Südpol erobern, Fleischfalten schneizen, Buschtrum mit Kupfer, Fufu-Fudern, einen Schützengraben ausheben oder einfach mal senkrecht lohen. Babyklappen putzen, Blärmebrucker, Futzen, Futzen, Flatterbrühe fixieren, Eierschacht, Globalon, Maus doppelklicken, Festplatten formatieren, Madame massieren oder, wie Sie sagen daten, ja, mit dir mal sowas nicht. Und natürlich mein All-Time-Favoriten, an Kinderkanal einschalten. Alles klar, Kinder! Oh. Ja, der Dauderbing. Die eine Hälfte so, hat er nicht gesagt. Die andere Hälfte so. Und hey, ich komm für eine Gedanken nix, weil übrigens auch, wenn du da hockt und gar nicht weißt, was das eigentlich geht, das erzähl ich euch, wenn's ein wenig leider seid. Weiter geht's in Phase 2. Vorbereitung und Ausführung. So manch Werkzeug können Buben und Mädels hernehmen, wie zum Beispiel eine Pringles-Dosen. Aber keiner gescheit. Denken wir drüber nach. Aber anders als bei den Bubis mit Werkzeug, Schleiderhodern, 223-reitige Browser-Tops und Flutschi, legen Mädels viel mehr Wert aufs allgemeine Wohlbefinden. Erstmal mit dem cremefarbenen Feng Shui-Schlafzimmer mit einem gedimmten Licht für die richtige Raumstimmung gesorgt. Dazu werft man 3 Hände voll Rosenblüten aufs Bett, im Fernsehen läuft leise Titanic und wir stellen 28 französische Vanille-Erdbeerduftkerzen flächendeckend auf, während im Eck der Leo langsam, aber sicher auf Jacques Cousteau Gedächtnisfahrt geht. Vorher geht einmal gar nichts. Wenn manche Sache einfacher zum Handhaben wird, da im Eck der aktuelle Literatur Nobelpreisträger zur Sanftmusik von Siel romantisches Gedicht vortragen. Und wenn dann die Venus das einzige Mal in der Dekade mit dem Mond kreuz und quer gegenüber irgendwo im Einklang mit dem Tierkreis-Aszendenten steht, dann, wenn sich das Prinzessin 110% wohlfühlt, erst dann kann es endlich losgehen. Stopp! Flutschi brauchen sie auch, aber mit Glitzer. Damit der starkstrombetriebene Plastikstempel im Oberschenkel ausmacht, du hast, was ich nichts kaputt macht da unten. Und bevor du jetzt gleich checkst, was ich eigentlich gerade gesagt habe, geht's lieber weiter in Phase 3. Tschüss! Und don'ts. Du. Das Schmuckkästchen hegen und pflegen und nach der Kachelei mit sanftem Pflegeshampoo säubern, um Gerüchen vorzubeugen. Don't. Du. Bei Spielzeugen vorsichtig klein beginnen und sich je nach eigenem Vorlieben langsam steigern. Don't. Ja, gut, Leute, bevor es jetzt weiter eskaliert in Richtung 5-Fall-Strike, nur schnell was anderes. Heiliges Peng-Peng. Und ich hab gemeint, 2020 ist schnell vergangen, aber wenn ich so auf meine Uhr schaue, hab gar keine Uhr, dann ist 2021 noch schneller vergangen. Und wow, was soll ich sagen? Ich weiß, ich sag's oft, aber lieber sag ich so einmal zu viel, wie einmal zu wenig. Vielen Dank für alles. An jeden Einzelnen. Scheißegal, ob du der Goldrahmen-Florian aus Österreich bist oder heimlich stiller, leiser Zuschauer, ob du meine Videos anschaust, ob du meine Muse hörst, meine App spielst, völlig absolut Banane. Vielen herzlichen Dank dafür. Aber traditionell schreie ich die einmal im Jahr an mit Kauf mein Scheiß! Der eine oder andere aufmerksame Zuschauer hat's vielleicht schon gespannt. Der neue Jahreszusammenfassungsmerch ist da. Ist der flauschig! Leck mich an die Kacke, Leute! Das Ganze ist natürlich wieder mit unfassbar viel Liebe von mir gezeichnet. Auch wenn manche Motive ausschauen, als hätte ein Vierjähriger zeichnet. Und weil ich selber so ein bisschen ein Fan vom 2019er Merch bin, habe ich mir gedacht, machen wir das dieses Jahr auch wieder in weiß-schwarz. Fancy! Very nice! Das Ganze gibt's natürlich wieder als Poster in beide Versionen, selbstverständlich. Da ist ein gepflegt alles drauf, was das ganze Jahr so passiert ist. Wird Map und Gickeltape und der Erika Panzer und sämtliche Mimikinis und der Fernsehkasten und Knackefack und was weiß ich was Neues. Was? Ob es dieses Jahr wieder als Kissen gibt? Ich verstehe die Frage nicht.
Ja, ist flaschig. Finden ist das Ganze wie immer unter www.biergauer.de und ich hoffe sehr, dass es euch taugt. Ich sag nochmal Merci fürs Zuschauen und weiß, dass selber es ist und wir sehen wir uns in Zukunft. Schauen wir mal, was 2022 so bringt und jetzt schleicht's euch! Habit! Wir oben, ich hoffe, es hat den einen oder anderen kurz einmal zum Grinsen gebracht. Nivea-Videos sind einfach am schönsten zu machen. Jetzt hast du schnell einen Like-Button, lass da Abo da und aktivier das Glocken, was selber ist. Und ich schleich mir jetzt und schau mir, was auf dem Kinderkanal so läuft. Merci und bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre.